herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich gucke mir jetzt gleich einen Roller an. Ich fahre mit der Bahn. Hier hinten ist mein Jacke. Die Jacke habe ich auch mitgenommen. Und ja, ich bin mal gespannt. Da hinten ist wieder die Polizei. Ja, ich fahre jetzt erstmal eine Stunde durch Köln mit der Bahn. War da und ja, ich gucke mir eine TPH 50 an und ich bin halt gespannt, das ist halt wieder was komplett anderes als 50 Kubik, weil ich muss da genauer hingucken, ob der, wie die Reifen sind, wie die Gabel ist, weil der muss halt durch den TÜV. Das ist nicht wie bei 50er, da muss ich diesmal ein bisschen genauer hingucken. Ich habe auch ein bisschen recherchiert, worauf ich genau achten muss. Also, bis später. Ich habe mir den Roller gerade angeguckt und ich muss sagen, der hatte echt Anzug ohne Ende. War schon cool, die TPH 125 Zweitakt. Wenn ich den vergleiche mit der Primavera 125 Viertakt, dann sind das schon Welten. Ich habe den aber jetzt nicht gekauft, weil ich mir halt ein bisschen unsicher war. Also das Ding ist, der Roller war cool. Aber ich war mir halt unsicher. Wenn ich halt ein unsicheres Gefühl habe, dann lasse ich einfach die Finger davon. Der Roller hätte 950 Euro gekostet, ohne TÜV. Die vordere Bremse war, die hätte ich nochmal erneuern müssen. War zwar genug Belag und so weiter, aber die Bremswirkung war halt nicht mehr so gut. Und an sich war der Roller dann schon gut, was mich ein bisschen verunsichert hat. In den Papieren stand halt erst 80 Kubik, dann durchgestrichen und dann 125 Kubik darunter. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen verunsichert, weil ich auch überhaupt keine Erfahrungswerte mit 125 Kubik habe. Und ja, ich wäre auch dann quasi zum ersten Mal zum TÜV gegangen mit dem 125er und ich weiß halt nicht, ob das dann beim ersten Mal auch geklappt hätte oder klappen würde. Das war halt so meine Sorge und ja, ich hatte einfach allgemein kein gutes Gefühl und deswegen habe ich gesagt, überleg's mir einfach nochmal und schlaf einfach nochmal eine Nacht drüber. Man soll es ja nicht überstürzen. Ich gucke mir noch ein paar andere Geräte an und ja, ich konnte euch die TPH leider nicht zeigen, weil es ja halt nicht mein Fahrzeug ist. Aber ihr wisst ja alle, wie eine TPH aussieht. Ich habe euch auch Bilder gezeigt. Meine Bahn kommt. Also bis später. Tag 2. Ich fahre jetzt nach Meckenheim. Nach Meckenheim. Mit Bus und Bahn wieder. Und ich gucke mir heute wieder einen 125er Roller an. Ich sag aber nicht, welchen Roller. Vielleicht nehme ich den auch heute direkt mit. Dann werdet ihr es ja dann spätestens sehen. Also, bis später. Das Ding ist, ich muss jetzt fast anderthalb Stunden reinfahren. Wenn ich den Roller nicht mitnehme, dann ja, bin ich quasi 3 Stunden sonst unterwegs gewesen. Aber egal, das ist schönes Wetter. Information zu S12 nach Hennef über Troisdorf. Abfahrt 16:24 Uhr. Heute ca. 5 Minuten später. Achtung, Zugbetrieb. Halten Sie Abstand von der Bahnsteigkante. Bis später, ich halte euch auf dem Laufenden. Ich habe mir jetzt einen neuen Roller gekauft, einen 125er, und zwar die Honda SH 125. Ich bin damit jetzt ungefähr. Auch eine Stunde rumgefahren, Probe gefahren. Ich zeig sie euch einmal rundherum und gebe euch mal ein paar Specs. So, dieses Gerät ist von 2003, ist ein Viertakter, hat 10 Kilowatt, also um die 13, 14 PS. Der Herr, der mir den verkauft hat, ein älterer Herr, super nett, sehr sympathisch ist der Erstbesitzer, hat das Teil top gepflegt. Ist jedes Mal zum Service gegangen, zur Inspektion. Ja, das Fahrwerk ist super,
fährt sich extrem angenehm, ne? Also man kann sehen hier, alles super, die Bremsen wurden neu, komplett neu gemacht von der Werkstatt, alles von der Werkstatt, er hat selbst gar nicht daran rumgeschraubt. Der Motor läuft extrem ruhig, das Einzige, was ich halt doof fand, er hat keinen Kickstarter. Es ist aber auch kein Einspritzer, es ist ein Viertakter Motor mit Vergaser. Ich finde den Roller sehr, sehr schön, erinnert mich an so eine Schwalbe ein bisschen. Ist eher so der Cruiser, nicht so der sportliche Design. Eigentlich war ich ja nicht so der Fan von Viertakter, aber ich steig mal auf, ich fahre jetzt mal, ich muss noch nach Hause fahren, eine Stunde. Also vom Anzug her ist er gut, aber nicht so wie die TPH, die ich jetzt letztens mir angesehen habe. Da war die TPH vom Anzug krasser, aber der Anzug von dem hier ist auch heftig. Und da muss ich sagen, erinnert mich ein bisschen an die Primavera. Wie in der Fahrschule. Also sehr leise, sehr ruhig. Der Roller. Insgesamt gefällt er mir wirklich sehr, sehr gut. Das war der Verkäufer. Der Verkäufer war so unfassbar nett. Der ist mir preislich so gut entgegengekommen. Also der hat diesen Roller hier ursprünglich für 950 Euro, der wollte 950 Euro dafür haben, eigentlich. Aber ich habe ihn dann am Ende für 725 Euro bekommen. Und ich finde, das ist eigentlich ein guter Preis. Natürlich habe ich auch verglichen, wie die Preise für den halt allgemein sind bei eBay Kleinanzeigen und Co. Und die lagen halt über 1000 Euro. Ne? Ich finde, also der hat jetzt auch frisch TÜV. Wann hat der TÜV gemacht? Gestern. Der hat jetzt genau 2 Jahre TÜV einfach auch. Das ist halt auch so eine Sache, mit der ich mich dann auch beschäftigen muss. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo lang ich muss. Geradeaus. Vielleicht fahre ich gleich mal auf die Autobahn, aber nur kurz. Ich würde lieber Landstraße 100 fahren. Da hätte ich ehrlich gesagt mehr Bock drauf. Das ist einfach eine komplett andere Welt jetzt. Wirklich auch mal so 70 zu fahren. Ganz, ganz anders, ehrlich. Und trotzdem werde ich überholt. Ich muss auf jeden Fall gleich anhalten und meine Handschuhe anziehen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das mit dem Wind ist, ob euch das jetzt so extrem stört. Auf jeden Fall hat der Verkäufer mir noch seinen alten Helm mitgegeben. Relativ guten. Dann hat er mir noch seine Motorradjacke mitgegeben. Der hat mir im Grunde halt seine ganzen Klamotten mitgegeben. Ja. Der hat sogar auch noch den Tank voll gemacht, Leute.